So, auf YouTube sind wir zurück. Hallo, was geht? Wir sind genauso weit wie vorher. Ich will einen Stürmer haben. Ich will einen Stürmer haben, wo wir sagen, das ist er einfach. Da freuen wir uns auch mal, wenn der eine Bude macht, weißt du? Ich kann keinen 20-Jährigen holen. Das geht nicht. Gib es denn nichts Gestandenes, Chat. Gib's das nicht. Einen Gestandenen, wo du dir sagst, ey, der kann noch. Der hat noch ein bisschen Saft im Sack. Ja, das ist ja gefühlt nur Daryl Dyke. Alexander ist auch wieder 21. Santa Mina, das ist auch schon wieder... Das ist gefühlt nur der. 19 Spiele! Nee, Tigges hatten wir schon, Chat. Der trifft da auch nicht. Der Einzige, der gefühlt trifft, ist der hier. Wie ist der Typ, wo du gerade hast, ich gesagt, wie der 20 war? Habe ich vergessen, weil der 20 war. Keine Ahnung, da waren 2, 3 Stück. Wir brauchen einen Stürmer, Alter. Der Sturm, der geht mir echt auf den Sack. Ich bin schon kurz davor, Ferry einfach zu verkaufen. Es ist nichts da. Es. Oh. Und da ich weiß, dass wir gerade aus dem Pokal rausgeflogen sind, stimmt mich das nicht positiver. Das Einzige, was wir machen können, ist eine Woche warten und hoffen. Eine Woche warten ist das Einzige. Und dann hoffen. Gerhard, Gellhardt, meinst du? Den kriegen wir nicht. Normalerweise hätte er angezeigt werden müssen. Hertha ist bei uns in der Liga. Den hätte ich gerne hier. Den hätte ich so gerne. MLS ist keiner gewesen, nur Dings, ein Amerikaner bei West Ham, glaube ich, der Stürmer. Was können wir denn bei dem jetzt hier einstellen? Locker über 100, oder nicht? Am Montag nach dem Gladbach-Spiel. Gucken wir nochmal. 2 Tage. Scholl schon fast starten lassen. Wow! Laui geht rein. Erfahrener IFA habe ich letztes Jahr 2-mal probiert. Wir haben 2-mal auf die Fresse gekriegt. Scholl eine 1, Torwart eine 2. Wir liegen 2-0 hinten. Finde den Fehler. Liegen 2-0 hinten bei solchen Noten. Finde einfach einmal den Fehler. Das ist also... Nee, da müsste ich 2 Zehner holen. Wenn der sich verletzt, hat das System auch wieder am Arsch. Ich weiß, Kami. Ich weiß, was du meinst. Aber vor, du hast jetzt das Spiel auch wieder, die Stürmer treffen einfach nicht. LAR stärker sein, ja, aber das dauert dann halt auch wieder, ne? 10%, 6%. Oder doppelt 6. Das wird zu defensiv einfach. Doppelt 6 finde ich zu defensiv. Ja, Freddy, ich kann jetzt nicht anfangen, umzutrainieren. Wir haben keinen, der ansatzweise ein bisschen Zehner spielen kann. Und ich will auch keinen nicht mit, sie haben die letzte Karriere komplett mit Zehner gespielt. Dafür habe ich zu wenig hängende Spitzen. Ja, wenn ich jetzt Kasak verleihe und wir entscheiden uns nach 4 Spielen, dann erneut das System zu wechseln, weil das auch nicht funktioniert, dann habe ich keine hängende Spitze mehr im Team. Das ist ja mein Problem. Den auf rechts außen, das dauert zu lange. Da haben wir 4 Leute im Kader, die besser sind. Ich stelle auch keinen mit 62er Stärke in der ersten Liga auf. Boah, ist das schwer, ey. Ja, Kessler wäre jetzt echt stark. Kessler wäre jetzt echt stark. Kessler wäre echt stabil. Das mit der Markt gibt halt nichts her. Ich hätte auch gern einen Gestandenen geholt, aber der Markt gibt absolut gar nichts her. Das ist das Problem, was wir haben. Und ich bin echt kurz davor, Ferry zu verkaufen, Alter. Das war die Zweitligasaison und das hier ist doch, Alter. Was? 37 Millionen? Willst du dich verarschen? Was für 37 Millionen? Der kostet wohl mehr. Oh, perfekt. Einfach Blender. Einfach ein absoluter Blender, der Bruder. 40. So, das ist schon mal ein bisschen was. 14 Millionen weg. Aber wir müssen doch einen Tag warten, ne? Hier, was ist mit dir, Junge? Komm mal ran hier auf den Meter. Da hätten wir doch einen guten Mann hier, der weiß, wie man 8 Tore schießt. Sevilla weg, der heult rum. Ja, heul halt. So, wir haben wieder Geld. Und wir haben Mittwoch. Hier sind auf jeden Fall auch schon mal andere Leute. Bitte Sturm, bitte Sturm. Bitte. Nee. Was ist mit dir? Nee, du bist denn auch nicht, Junge. Ich glaube, ich gebe mit dem Dings rein. Der hat 55 Konstanz. Ja, na und? Der hat aber getroffen. Bei uns trifft er gar keiner. Egal, was die haben. Die haben 100 Torriecher und wissen, wo das Tor steht. Irgendeine Veränderung müssen wir jetzt hier vornehmen. Und das ist vermeintlich der beste Mann, den wir kriegen können. Irgendwas müssen wir machen. Der wird ein Flop, so wie der Chat gerade meinte. Der Chat ist gerade auch ein Flop. Hansi Flick wurde gefeuert. Wusstet ihr das schon, Chat? Aber wieso können wir nicht einfach 1, 2 Punkte mehr Prestige haben? 1, 2 Punkte nur. Dann wäre es doch so viel schöner. Daryl Dyke, der hat richtig Bock auf uns, Chat. Wir haben einen geholt, der für den Verein brennen wird. Der hat nicht groß nachverhandelt. Vertragt euch wieder. Gut. Guter Einstand. Richtiger Paniktransfer. Ja, wie die Bayern, Junge. Wobei, die kaufen gar nichts, ne? 93 Torriecher. Da bist du doch. Daryl Dixon. Ich kann halt nicht mal was dagegen sagen. Es ist halt wirklich ein Paniktransfer. Es ist halt wirklich einer. Oh, der ist begeistert, der ist verärgert. Ja, Alawi, du hast aber auch nichts dazu beigetragen, dass wir hier keinen neuen holen brauchen.
Du Bratwurst. Der hat eine 3,5 Shell, der ist gut. Der muss gut sein. Oh, Hertha holt Keke Top auf süß. Gut. Gut. Unentschieden, ey. Ein Punkt ist besser als keiner, ne? War ein guter Einkauf, Chat. Also können wir festhalten, der Mann, der war wirklich, also da hat sich dann auch richtig gelohnt, ob wir den geholt haben. Der kommt in den Kader rein und wir haben noch mehr Stress wie ohnehin schon. Es ist doch super. Eine hervorragende Geschichte, die wir hier mal wieder schreiben. Leo ahnt. Der ahnt es nicht. Hier, da wären ein paar bei hier. Aber kreieren, Patrick Schick. Genau so ein Profil hätte ich gesucht, Chat. Genau so ein Profil. Der trifft nämlich auch nicht, aber wir kriegen nichts. Das hätte mir gereicht. Da hätte ich gesagt, ey, dem vertraue ich. Hier, Sorlo zum Beispiel. Hätte ich vertraut. Ich hätte dem vertraut, Chat. Aber wir kriegen solche Leute nicht. Ja, aber ich glaube, wir machen Rechtsanwalt, Chat. Schon wieder reduziert Strafmaß. Vielleicht ist unsere Stärke auch beim Rechtsanwalt. Und wenn ich sehe, dass Dortmund 10. ist, spielen wir eine überragende Saison. So, Dijk. Kann man nicht. Alawi, wann redet ihr mal miteinander? Gar nicht? Gut. Gut. Kaba fängt an. Ich weiß auch nicht, was hier los ist, ne? So frische technisch haben wir es nicht so, ne? Erholung. Erholung. Infrastruktur. Schulungszentrum. Geht nicht, oder? Schulungszentrum geht, glaube ich, nicht, oder? Nee, nicht Scouting. Doch, geht. Das war es, Chat. Wenn wir hier nicht, ne? Das ist natürlich dumm. Aber wir können ausbauen. Ich baue jetzt weiter aus. Schnauze voll hier. Wir bauen jetzt aus. Straßenbahn? Was bringt das denn, Alter? 15 Millionen. Ey, ich verschiebe mal Geld, Chat. Wir bauen eine Straßenbahn. Vielleicht ist es auch das. Vielleicht ist es am Ende auch einfach die Straßenbahn, die fehlt. Man weiß es nicht. Ich glaube, es wird die Straßenbahn sein. Bau aus den Bums. Es wird die Straßenbahn sein. Eine Statue, ja, können wir auch überlegen. Eine Statue einfach mal so ohne Sinn. Weiß ich nicht, irgend so ein Tiger oder so. Gibt doch bestimmt was Schönes. So, Dortmund Schalke. Schöne Woche. Tilo eine 5. Ist gut. Ist wirklich, wirklich schön auch. Wir sind wieder gar nicht so kacke, ne? Und dann kommt die individuelle Klasse. ...2-0 gegen Dortmund. Damit sind es nur noch 4 Punkte zur Relegation. Geil. Ist cool. Gefällt mir. Nee, Tore schießen gar nicht. Aber das ist, die Flügel sind einfach zu schwach. 74, 75. Der ganze Sturm von der Stärke her ist eine Vollkatastrophe. Ja, verliert noch mehr. Komm. Was sind das für Spieler hier, Alter? Yasser Aspirin, wer ist das? Drei Punkte bis Relegation. Jetzt reicht's. Wir haben jetzt lange genug gespielt. Jetzt reicht's. Damit killst du die komplette Moral. Eben, welche Moral? Welche Moral? Die Truppe hat gerade keine Moral. Wo ist denn hier einer von uns? Gar nicht dabei, ne? Guck mal, die wollen alle abhauen. Selbst der Türkman will jetzt schon abhauen. Das scheiß Konterspiel kommt auch wieder raus, Chat. Das war halt auch überhaupt nicht langfristig gesehen. Komplette Oberscheiße war das. Läuft gut. Wir sind da. Es läuft super.
Immer noch 3 Punkte? Hier bricht alles zusammen, ne? Computeranlage, gleich stürzt noch eine Tribüne ein. Also, hier, jetzt zocken wir gegen die und danach geht's sofort ins Kurztrainingslager. Aber sofort! Das ist einfach scheiße, wenn du es verpasst, kein Prestige zu kriegen. Du kannst dich nicht verbessern. Du kannst nur mit der Scheiße arbeiten, die du hast. Und die haben gerade keine Lust hier. Ich wusste gar nicht mehr, wie das aussieht, wenn dein Team Tore schießt. So, ich kenne das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich mit der Situation gerade umgehen soll. Ich bin quasi überfordert. Ich komme da gerade nicht so mit klar, Chat. Mit diesem Erfolg. Chat, wir sind da. 10-0. Jetzt holen wir uns die Schale ab. 10-0, wir sind da. Wir waren nie weg. Schale ist unsere. Sporgi haben wir schon geguckt. Nix da. Komplett toter Markt für uns. Tote Hose. So eine Scheiße, Alter. Passt das denn noch mit Karriereende und FIFA? Yannick, habe ich in der Breaking News was zugesagt? EAFC Release spielt keine Geige, was die Karriere angeht. Also es wird trotzdem einen Tag geben für die Karriere. Unabhängig, ob das Spiel rauskommt oder nicht. Weil die Schuhe abgeputzt, damit die Scheiße abgeht. Echt, das ist also. Guck mal, was die hier alle einkaufen können. Aber mal eben so, weißt du? Können sie mal eben einkaufen in Nielmatz. Oder sowas hier. Und wir stehen da wie Mannequin Piss um die Ecke, du ehrlich. Also, das ist ja, ey. Freddy, nee, habe ich nicht besser gemacht. Der rastet wahrscheinlich einfach so aus. Leipzig hat mal investiert, ne? Gut. Würde ich auch gern machen. Kann ich aber nicht. Travel muss ich schauen. Also wenn mal der Tag nicht passt, wo das Spiel rauskommt, werde ich nicht auf Krampf den Stream anhauen, nur am ersten Tag online zu sein. Davon bin ich mittlerweile weg. Ich weiß auch noch gar nicht, wann ich das Spiel streamen kann, ob ich es eher streamen kann oder so. Das weiß ich halt alles noch nicht. Das wird sich herausstellen. Maximilian noch nicht. Nee, noch nicht. In der Regel hole ich mir immer so Raben dafür. Aber der letzte von Torres, der ist zu groß. Es gibt auch, glaube ich, so kleinere Dinger. Wo einfach quasi Rückennummer, Verein und so ist. Die kriege ich hier auf jeden Fall besser hin. Wahrscheinlich haben die Stürmer die Anweisung, den Ball zu halten. Ne, eigentlich ist das nicht eingestellt. Also der vordere Stürmer hat gar keine Einstellung drauf, glaube ich. Da muss definitiv mehr einstellen. Phil, tatsächlich laufen unsere Stürmer immer am besten, wenn da gar nichts auf dem Sturm drauf ist. Das ist jetzt nicht, glaube ich, die erste Karriere. Und er lief immer am besten, wenn der keine Einstellung hatte, der vordere Stürmer. Ist wahrscheinlich auch teamabhängig, ne? Daryl Dyke, Welteinkauf! Da ist der Chat wieder ruhig, ne? Da krieg ich auch direkt ein Gegentor. Schön. Ja, Doppelpack! Wo sind die Hater? Bester Einkauf im Leben hier. Ja! 3 Buden! Schon mehr gemacht wie der Alaui und der Ferris zusammen. Bester Einkauf, lass ich mich nicht schlecht reden. Und Babyhold gibt's Reiz. Guck mal, kaum ist der raus, geht gar nichts mehr. Kaum ist der raus, geht gar nichts mehr. Ey, und der vordere Stürmer braucht Einstellung, ne? Der braucht unbedingt mehr Einstellung. Das war jetzt sehr wichtig, dass das so funktioniert hat. Damit ich hier dicke Fresse haben kann. Noch was zu melden hier? Wie sieht's aus? Guck mal, sind nicht mehr viel, Chat. 12 Punkte und wir sind UEFA Cup. Also mir fehlt jegliche Fantasie, dass wir hier irgendwie Prestige kriegen in der Saison, ne? Wirklich. Also es wird, glaube ich, nicht passieren. Hier, lasst euch auf der Zunge zergehen. Ein super Einkauf wieder von Kurt Kolleck. Ich sag mal, am Ende des Tages stellt sie raus, dass Hamburg ohne Torwart gespielt hat. Soll uns egal sein. Pech. Alaoui 4 Tore, die Stürmer sind da, Chat. Wir haben kein Stürmerproblem. Christian Pulisic verletzt. Gut. Ich glaube, eigentlich müssten wir uns eine Statue da hinstellen, oder? Für den Transfer. Der Transfer hätte eine maximale Statue verdient. Guck mal, ey, du kannst da sogar Tore schießen, sag mal. Ich kenne dich. Er verliert wieder. Der verliert nur, ne? Der verliert nur Moral. Der hat gar keinen Bock, ne? Der sagt, ich bin der einzige Stürmer hier. Alaoui, ich bin ehrlich. Meine Frustration ist gerade sehr hoch. Es könnte sein, dass ich dich auch einfach verkaufe. Auch mit dem Wissen, dass ich keinen besseren Stürmer von der Stärke bekommen würde. Es könnte passieren, dass ich so einen aus Versehen Leichtsinnigen habe gerade. Also wäre ich gerade vorsichtig. Daryl Dixon. So, und jetzt kommt genau der richtige Gegner. Der Lieber, der hat schon vor zwei Wochen gesagt, Tischler ist keine. Der soll ruhig sein, Alter. Der soll Leistung bringen, ansonsten Flöte piepen. Innenbanddehnung. Sehr gut. Haben wir auch wieder keine Flügel im Team. Maximilian wieder nicht richtig auf. Der wird wieder an eine PlayStation FIFA gezockt haben. Squad Battles sich gekauft haben und dann 5 Tore gemacht haben und ist dann wieder zickzack im Zimmer gesprungen.
So, jetzt Kickers Offenbach. 4-0. Wir haben einen Lauf. So, noch ein. Daryl Dyke! Ich habe neue Energie getankt, Chat. Alawi war der Zinker bei uns, glaube ich. Ali Bülbül. Time to shine again. In the air tonight. Let's go. Kazak! Popovic darf treffen, ne? Wir kennen ihn. Er hat immer versucht, hart und fair zu kämpfen. Reiz rein. Kazak, Doppelpack. Und jetzt holen wir das Feld von hinten. Daryl Dyke, Chat. 2 Spiele, 4 Tore. Wo seid ihr? 10 Punkte nur noch. Nur noch 10. Sensationally, der bremst. Der merkt langsam, dass Richtung Kaufoption ziehen geht. Das kann er sich aber, glaube ich, abschminken. Ja, wobei, gerade ist er gut drauf. Aber das liegt an der Form. Spiel will uns ein bisschen verarschen, glaube ich. Krolleck 78. Daryl Dyke. Da muss man noch mal ein bisschen Stress im Team zulassen. Ne? Muss man noch mal riskieren. So, Straßenbahn ist fertig, Chat. Es lag an der Straßenbahn, ich bin mir sicher. So, eine Plakatwand hätte auch was Schönes. Ich glaube, wir bauen eine Statue, Chat. Wir bauen sie einfach. Wir haben eine schöne Serie von 2 Spielen. Jetzt kommt Leipzig. Haben wir noch nicht einmal verloren. Hinspiel sogar gewonnen. Wir hätten ein schönes 5-6-0. Mit dem Controller am Fuß geworfen. Okay, das ist entschuldigt. Sava Schlager, du hast dich im ersten Spiel verletzt. Kevin Krolleck. Ey, aber irgendwie liegen die uns, ne? Thilo eine 5, das kann ich nicht dulden. Das geht nicht. Kann jetzt nach hinten losgehen, was ich mache. Aber ich will Standards auf dem Platz haben, dass vorne einer reinfällt. Und wir bleiben weiter ungeschlagen gegen Leipzig. 4 Spiele, 3 Unentschieden, einen haben wir gewonnen. Also, ihr wisst ja, wenn wir eigentlich so könnten, wie wir wollten, dann wärt ihr schon lange weg. In der Liga erzählen immer noch 10 Punkte. Wir sind Angstgegner, ist wirklich so. Alawi wieder 4 Buden. Liga-Reserve, 3 Spiele, 9 Tore. Warum nicht erste Mannschaft so? Warum nicht? Ey, und ihr müsst ja mal überlegen, ne? Wir sind gerade ungeschlagen in einer Streak und die Statue kommt erst noch. Dürft ihr nicht vergessen. Bülbül, Trainingsziel erreicht, sehr gut. Da ist er, der beliebteste Spieler. Und der beliebteste Spieler hat mit dem Trainer gerade einen Clinch. Alawi, ich sag dir, die Tür ist noch nicht zu. Ne? Ich hab's ja erstmal angelehnt. Da liegt jetzt auch, der Ball liegt bei dir. Was du damit machst, kann ich dir nicht sagen. Mal kurz den beliebtesten Spieler suspendiert. Ey, kein Spieler im Verein ist größer als Kurt Krolleck. Ne? Ja. Das müssen die da alle lernen. Archie Gray. Ist ja Aguilera, aber besser, ne? Claudia, du bist der Einzige. Der bleibt mal oben, Chat. Der hat mir gut gefallen. Wobei, Maximilian, du bist noch angeschlagen, glaube ich, oder? Ein Tag, dann hast du dir auch wieder gut getimed, sag mal. Der Pulisic, der sieht kein Dings mehr bei uns. Wir nehmen den jetzt mit hoch hier. 2 Wochen. La Paloma. Shasha, Abfahrt. Eigentlich können wir dem mal ein Bild geben im Chat, oder? Eigentlich können wir dem ein Bildchen geben. Das gefällt mir gut. Wir brauchen Stimmung im Team-Chat. Wir brauchen absolute Stimmung. Und somit kommen wir dann auch damit rein. Der strahlt genau das aus, was wir gerade im Team brauchen. Let's go. Der hat noch Spaß in den Backen. Pulisic in der zweite. Der sieht keinen Stich mehr hier. Der kann hier, kann er jetzt verschimmeln, Alter. So kacke war der. Kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Negativserie? What the fuck, Alter? Wir sind 3 Spiele ungeschlagen. Daryl Dyke! Daryl Dyke! Eigentor! Wer hat den gehatet, Chat? Wo sind die jetzt? Jetzt seid ihr wieder leise, ne? 4 Spiele, 20 Tore bei uns. Komm mal, Laui. Ich hab dir gesagt, ich bin ein Trainer, mit dem kann man auch mal reden. Ne? Wenn du jetzt Besserung gelobst, dann bist du wieder ein bisschen dran an dem Team, ne? Wenn nicht, dann wird's schwierig. Natürlich auch klar. Tja, Alawi, also ich weiß nicht. Wenn sich unsere Wege trennen sollen zur neuen Saison, dann musst du nur so weitermachen. 8 Punkte, Chat! Ey, 8 Punkte! 8 verkackte Punkte! Wir haben gerade einen Lauf. Ich weiß nicht, ich glaube, es waren die 24 Krisensitzungen, wo ihr mich für ausgelacht habt. Ich wurde ausgelacht, weil ich eine ganze Woche voller Krisensitzungen gemacht habe. Am Ende war genau das der Gamechanger. Und das ist der Grund, warum ich Trainer bin und ihr nur Zivilisten. Statue ist auffällig, habe ich mir verdient.
Oder die Straßenbahn. Die kann auch die Straßenbahn sein. Boxkampf. Wer ist denn hier? Chef Strobel gegen TZZ Mao, Boxweltmeister? Also ja. Höher als die Einnahmen. Das war wohl kein guter Kampf. Junge, Junge, Junge. Einer fehlt auf der Bank und das ist Scholli Scholl. Ich glaube, den lassen wir starten. So, Fortberichtung. Und Spaß am Fußball nehmen, das können wir. Das ist doch eine Scheiße. Kevin, bitte nicht wieder irgendwie Oberschenkel, Unterschenkel, was weiß ich nicht, was. Fieter Ab rennt da rum. So, jetzt sind wir da. Jetzt machen wir es, Chat. Ich habe da so ein Gefühl. Vom Gefühl her würde ich sagen, wir machen es jetzt. Schascha, Junge! Es wären nur noch 5 Punkte gewesen, Chat, ne? Ne, gar nicht wahr. 6 Punkte. 6 verkackte Punkte wären es gewesen. Mann, Kevin, jede Saison eine Verletzung. Warum? Why you do this? Allow it like Doppelspitze. Das wird gut funktionieren, wenn die beiden sich hassen. Das wäre auf jeden Fall ein guter Move, ja. Ja, die Defense, der Sturm, so die Mischung aus beiden. Vorne zu wenig, hinten zu viel. Ey, wo, können wir mal einer verraten, wo unsere Kohle hier hingeht? Wir machen ja nur miese. Ist die noch da hier oder was? Mal tanzen, Aktienmarkt. 6% Gewinn. Mehr, wir wollen mehr. 1 Million haben wir noch. Wer, wie sieht's aus? Liverpool. Rein. Hotel ist auch ein guter Call. Hotel, ja, können wir auch gleich bauen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so. Gibt ein paar Prozente für Zuschauer, glaube ich, ne? Oder? Oder ist das nur mit Einnahmen verbunden? Die Frau ist noch da. Ja, sie hat immer ein bisschen Garten, weißt du, ein bisschen Blumen gießen und so, Rasenmähen. Boys, boys, boys. Börse könnten wir gehen, ja, aber ich sehe die Karriere irgendwie nicht an der Börse. Zumal Börse uns auch nichts bringt, weil wir eh keine Spieler kriegen. Das Problem ist aber, Leverkusen ist doch viel, viel stärker als unser Team, oder nicht? Maximilian, gutes Comeback. Pulisic, let's go! So! Pulisic war ein richtig wichtiger Einkauf, Chat. In der Karriere bisher. Da haben wir mal einen guten geholt. Aber es bleiben 8 Punkte. Ich glaube, da rutschen wir nicht mehr rein. Das ist zu weit, ey. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr rein. Aber jeder Platz, einstelliger Tabellenplatz, irgendwie so, ey. Pulisic wird kein Land mehr sehen, ey. Das geht hier ganz schnell, ne? Über gute Trainingsleistung sind die Jungs immer wieder drin. 15.000, Spitzenspiel. Ich glaube, Itakura, die Zeit, die ist dann auch langsam, aber sicher mal beendet, ne? Wäre halt mal süß, wenn wir da irgendwas Neues kriegen. Mal so einen gestandenen, Alter, 26, 27-Jährigen mit einer stabilen Stärke oder so. Pulisic, 77. Maximilian, da musst du einmal Platz machen. Wann überweisen Sie mir mein Beraterhonorar? Wofür hast du, was für Berater, Junge? Hast du den Daryl Dixon da, Dings? Den habe ich geholt. Zweite Mannschaft hat auch gewonnen, sehr gut. Warum ist Dortmund aktuell testiger Trainer oder haben sie? Die sind kein Trainer mehr, ne? Dortmund macht hier im FM Real-Life-Performance. Ich glaube, die sind hier auch nur Zehnter oder so. Mayo, danke für 10. Pulisic hat Vormuch-Chat. Gegen Guatemala hat er getroffen. Ja, drängt euch auf. Macht weiter so. Macht weiter. Neuer Fanartikel bereit zur Markteinführung? Welcher denn? Welcher Fanartikel? Was haben wir hier gemacht? Vereinsmagazins, dicke Badeente. Was ist mit einer Badeente? Babyrasse? Ein T-Shirt, Bettwäsche, Duschgel, Fanbrille, Handtuch, Thermometer, Wanduhr. Was ist das denn für Quatsch? Mach mal mehr. Mach mal eine Kampagne hier. Gut und schön. Tine Wittler haben wir mal angerufen. Die macht das jetzt. Fans, hauen wir mal einen Appell rein. Wo ist da 17 Hütten? Ja, aber das ist leider nichts für die erste Elf, ne? Mit 60, 65 Stärke, was der da hatte. Da wirst du nicht weit kommen. Ich glaube, der zockt nicht mal Regio. Ich glaube, der ist irgendwie Hessenliga oder so, wo ich den hinverliehen habe. Boah, ey, Chat, ey, der bringt jetzt wieder gute Leistung, ne? Die muss man überlegen, den zu ziehen. Weil die Leistungen von dem sind gerade echt stabil. Was haben wir das Hinspiel gespielt gegen Wolfsburg? 2-0 verloren, glaube ich, ne? Oh, eine 5. War eine gute Entscheidung auch, dass ich da gebracht habe. Gut. Ah ja, stehen hier drunter 3-0. Ey, mein Fehler, Chat. Mal Entschuldigung, ich muss mich auf die Taktik konzentrieren und den Score einwechseln. Let's go. It's a garden magic, magic, magic. It's a garden magic.
Mann, die waren einmal weniger. Chat. Das Ding ist durch hier, glaube ich, ne? It's a garden magic. Ja, das Problem ist, die 7 Punkte, dafür müssen wir solche Spiele gewinnen oder tun wir gerade irgendwie so gar nicht. Gar nicht. Guck mal, er ist heiß begehrt, der Bruder. Begehrter Stürmer. Ja, Itakura, ich bedanke mich für deine Vorstellung hier, aber ich glaube, ich werde dich kurz vor Saisonende abgeben müssen. Das war nichts mehr hinten raus. Das war nix. Özdemir ist leider auch zu schwach. Warum sinkt der Bargeld so krass? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas wird es sein. Ich will eine Revanche für das Hinspiel sehen. Also wenn du so eine Truppe nicht schlägst oder da drüber rennst, dann wird's schwierig. So, Dankeschön. Nochmal eine Ansage machen! Oh, Mann, endlich trifft er mal wieder die Flasche, Alter. Ey, einstellig, muss da irgendwie hin... Boah, irgendwie muss das funktionieren, Chat. Irgendwie. Maximilian, Mannschaft der Woche. Buchungsjournal. Instandhaltung Gebäude wahrscheinlich, oder? Prämien sind eigentlich nicht hoch, ne. Nein, wir sind mittlerweile guter Rechtsanwalt, Chat. Das wird runtergesetzt auf 1. Guck mal, Infra, was das Stadion derzeit kostet. Können wir abchecken. Sportgericht erhöht Strafmaß. Kurt Krolleck. Auch einen Monat mal gefühlt wie ein Rechtsanwalt. Gut. Frankfurt für Dortmund einfach rot. What the fuck, Alter? Dortmund hat sich ja komplett runtergewirtschaftet. Was ist das denn? LOL. 4 Spieltage noch. Also ich glaube nicht, dass wir das packen. Das ist also 7 Punkte in 4 Spieltagen aufholen. Das sehe ich gerade nicht. Und schon gar nicht mit den Noten hier. Ja, Bellingham, let's go! Juhu! 4 Punkte. Okay, 5, Chat. 5 Punkte wegen Tordifferenz. Aber da steht Frankfurt, Alter. Frankfurt hat gegen Dortmund gewonnen. So, Dortmund einfach 12. Junge. Was ist das denn? Alles, ich glaube, ey, Jungs, das ist Frankfurt, die wir knacken müssen, ne? Frankfurt war, Dortmund war für die Rot. Aber Dortmund, das ist ja komplett vogelwild. Ey, aber Bellingham, geil. Geil. Einstelliger Tabellenplatz, irgendwie. Da ist er doch direkt. Sensationally. Marvin Knoll hier mal. Da ist er, also. Den kriegst du nicht kaputt, den Bruder, ne? Kriegst du nicht kaputt? Ja, jetzt kriegen wir Frankfurt. Pokal, 2. Runde raus. Sang und klanglos. Der braucht eigentlich kein Dings, glaube ich. Der braucht keinen Dolmetscher. Ja, doch, hat er. Hat er aber drin. Ach, Frankfurt wird hart. Müssen wir bei den Zweikämpfen auch gut kommen, dass wir direkt in der ersten Minute in Rückstand gehen. Frankfurt ist so unfassbar stark in diesem Speicherstand. Ja, und das zum Thema. 5 volle Sterne bringt dir überhaupt nichts, wenn der einfach nicht performt, die Bratwurst. Boah, was sind das für Noten? What sind Z für Noten? Nee. Frankfurt ist so unfassbar stark. Bellingham nochmal mit einer Vorlage, ist schön. Was sind das für Noten? Ey? Hilfe. Frankfurt ist eine Nummer zu groß. Scheiße, Alter. Mann! Ey, jetzt wenigstens noch Leverkusen, wenigstens der einstellige Tabellenplatz, irgendwie. Aber wir haben noch Bayern, ne? Für deine neue Saison brauchst du Führungsspieler, wenn wir die mal kriegen würden. Ich kann ja auch keinen Führungsspieler holen, der irgendwie so 68 Stärke hat, ne? Der ist ja dann effektiv auch nicht in der Truppe drin. Zwitschert über Schiedsrichter? Was ist das denn immer? Ich sehe am Twittern hier, mir noch nie gelesen. Beschwert sich in einem sozialen Netzwerk massiv über den Schiedsrichter des letzten Spiels? Er wird daraufhin vom Sportgericht im Eilverfahren zu einer Geldstrafe von 20.000 verdonnert, regt sich darüber noch mehr auf und verliert... Ja! Kevin, Junge, du bist mein Sohn. Ich kann das nicht, also ich kann ihn nie verleugnen. Ne, das geht nicht. Du hast dich sehr verbessert, Junge. Super. Da kriegt er Support von mir, Chat. Da kriegt er Support. Da macht er gut. Das, also da... Ich glaube, die werden sich nicht mehr vertragen, Chat, ne? Ich glaube, da wird nichts mehr. Kevin Krolleck, ey. Legt er sich mit dem Schiedsrichter an. Finde ich gut. Ey, anhand dieser
Das nehme ich mit. Ein Unentschieden gegen Bayern sehe ich uns. Die anderen beiden Spiele müssen wir gewinnen. Gerade gegen Bremen müssen wir jetzt punkten. Ich will den 9. Platz wenigstens haben. Das ist auch, ja, es ist auch überschaubar, sind wir ehrlich. Die Saison war wieder nicht gut. Nicht gut. Die Einkäufe, was wir einkaufen konnten, hat wieder nicht gezündet. Daryl Dyke hat so einen kurzen Hoch gehabt. Und danach war das Ding in Auge gegessen. Guter Start. Aber da fehlt das zweite Tor. Alaoui ist aber echt ein Phänomen, Chat, oder? Also mit den Stärken, dass der gar nicht funktioniert, Alter. Scheiß drauf. Jetzt kackst du wahrscheinlich, glaube ich, wieder auf Platz 13 ab. Also das ist doch eine Scheiße, du ehrlich. Dex, wir hatten den die ganze Zeit auf Sturmtank laufen in der kompletten Hinrunde. Der hat 2 Tore geschossen. Können wir gerade nicht ziehen. Können wir auch gerade nicht machen. Zu schlecht, wir werden nichts Besseres kriegen nächste Saison. Kannst dich schon darauf einstellen, seid ihr jetzt schon. Aber wir haben keine Kohle. Wir haben keine Kohle. Wir haben 16 Millionen noch Bargeld, dann würden wir auf 6 Millionen runtergehen. Kannst nicht machen. Wir ziehen den nicht. Hier muss sich grundlegend was ändern in dem Kader. Weil das ist jetzt die zweite Saison in Folge, die nicht funktioniert hat. Irgendwas müssen wir ändern. Wird der Geld erst zur neuen Saison abgezogen? Kann auch sein, aber wir müssen Grund auf das Team neu aufbauen, glaube ich. Das ist das gleiche Team wie in der letzten Saison und das funktioniert einfach nicht. Wir machen jetzt hier nochmal, probieren wir nochmal Kohle zu machen. Itakura planen wir nicht mit, kommt weg. 10 Millionen, der geht so weg. Das war es halt auch nicht, ne? Aber Max, ich lass Max mal da, Chat. Ich lass Max mal da. Der kriegt einfach nächste Saison eine andere Rolle. Gildenberg verkaufe ich nicht. Der ist von Anfang an da. Ich gebe kein Chemie Leipzig-Spiel ab. Muss da mal überlegen, wo wir den her. Der hatte 2,5 Sterne hat der gehabt, wo wir den befördert haben. Das gebe ich doch nie ab, Alter. Das wäre fahrlässig. Ja, aber Schirf, Sturm, rechter Flügel, Sturm. Erinnere mich daran, letztes Spiel, Kevin vorne rein, Kavan Hängespitze. Bellingham, Alter. Ey, ich habe gar kein Problem damit, nächste Saison mit dem reinzugehen, ne? Da gebe ich Aguilera ab, kriege ich gar nichts. Scheiße auf die Standards, hat eh nichts gebracht. Ja, oh, Bruder, ist doch. Den nochmal hoch, das war Türkmen noch hoch. Rodic hat nicht gespielt, Chat, der wird nichts kriegen. Der wird nichts bekommen. Kann auch sein, dass Bau den Verein verlässt. Muss ich mal schauen. Auch schon sehr, sehr lange da. Ich glaube, seit der ersten Saison, ne? Bau ist seit der ersten Saison da. Ich glaube, das war unser erster Einkauf. Aber entwickelt sich halt auch nicht. Klar, noch jung, aber... Herr Beko, ich muss mal schauen. Formation vielleicht ändern zur neuen Saison. Dann gehen uns aber die hängenden Spitzen flöten, weißt du? Das ist halt auch mit Kasa haben wir da halt auch eigentlich ein Monster. Für die Zukunft, aber... Wenn wir nicht vorankommen, ist das echt belastend. Ist jetzt die zweite Saison Stillstand. Erste Saison kann ich noch drüber hinwegsehen, aber das jetzt hier, das war halt nicht, ey. Das war echt nicht gut. Kröleck Sturm, perfekt, dankeschön. Hätte ich wieder fast vergessen. 4-3-1-2 mit hängende Spitze. Ja, aber dann wäre Maximilian weg vom Fenster, ne? Weil einige Leute viel, viel besser sind auf der Position. Ja, wobei, von Flügel trennen, ey. Flügel trennen? Wäre auch eine Überlegung. Ginge, ja. Würde gehen. Trainiert nicht mehr, weil der sonst halt andere halt nicht trainieren kann, ne? Ishii, das Problem ist halt, weil wir im Pokal so früh rausgeflogen sind. Das ist das Ding. Pokal zu früh raus. Wir kriegen wieder die gleichen Spieler wie diese Saison. Und diese Saison konnten wir schon nichts kaufen. Letzte Saison auch nicht wirklich viel. Das wäre die dritte Saison, wo wir nichts am Kader machen können. Das frustriert dann schon ein bisschen. Noch einmal vernünftig verabschieden jetzt. Chat. Es geht doch. Ich nehme von Kröleck die Note mit und ich nehme die Note mit von Bellingham, weil ich glaube, dass Maximilian bei der Note bleiben wird.
Ja. Wie war die Rückrunde, Chat? Hinrunde Müll. Hinrunde nicht gut. Rückrunde war besser. Rückrunde war besser. Also irgendwo ist eine Entwicklung zu sehen. Ich bin da schon bei einigen von euch aus dem Chat. Hinrunde war schlechter, Freddy. Siehst ja. Ja, wir warten die Auf- und Abwertung ab. Da kann jetzt einiges durcheinander würfeln. Toni Weltklasse, Sturm gar nichts. Vielleicht wächst der Kader jetzt zusammen. Ja. Oh Gott. Scholl war nice. Gerade wegen IV-Position. Ja, nice. Weiter, Mann. Weiter. Let's go, weiter. Let's go, da sind wir doch. Nein. War so und so. Bellingham war nicht, der hatte 4 volle, oder? Ja, Chat, ey, wir haben auf jeden Fall einen IV nächste Saison. Der ist kurz von der Erfahrungsstufe noch. Oh, der war echt gut. Talent erhöht. Hatte der 3,5? Dann hat er hochgekriegt. Abdullah Almur. 4,5. Aha! Abdullah! Mal über... Aber der, wieso kann der nur Arabisch? Ja, der muss doch mal langsam hier ein bisschen hier Deutsch und so. Ja. Bellingham nächste Saison, erste Mannschaft. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, das wird ein offenes Geheimnis sein. Ich denke, Aguilera wird den Verein verlassen. Was hat der denn für einen Marktwert? Oder wir geben den ab. Wobei, mit dem haben wir Vertrag verlängert. Hier wird der Vertrag verlängert und er... Ja, der läuft eh aus. Aber der ist schon strong, ne? Aber irgendwie geht der mir auf den Sack, Chat. Kennt ihr das? Irgendwie geht der mir voll auf den Sack, der Typ. Prestige sehen wir erst nächste Saison. Fanclub. Oscar. Nein. Itakura ist schon verkauft. Überraschungsmannschaft Schalke, Enttäuschung Dortmund. Alvarez, so einen Stürmer mal bekommen. Mainz bleibt drin, Hoffenheim unten. Und Dresden bleibt auch drin. Kevin Ehlers, ey. Ich weiß nicht, ob er das ist, Chat. Ich weiß nicht, ob der das ist. Das war der damals von Chemnitz, ja, aber der hat danach nicht mehr großartig viel gemacht. Das waren die beiden glorreichen Saisons. Ja, entwickeln, was soll ich da entwickeln lassen? Der ist 29. Und Führungsqualitäten hat der auch mit 29, Chat. Keine Führungsqualität, keine Erfahrung. Nehme ich nicht mit, Chat. Wir müssen Erfahrung reinkriegen. Und das nicht mal zwingend mit dem Alter, aber Leute, die Führungsqualitäten haben, die anpacken. Ich nehme hier nichts mit. Prestige aktuell 12,8. Ich glaube, da wird nichts passieren. Itakura-Ersatz haben wir in der zweiten. Die beiden Top-Talente da. Der Rose und der andere da. Ja, wesentlich besser. Boah, die kaufen nochmal ein. Hertha rüstet sich, Alter. Hertha wird stark. Hertha hat Keke Top jetzt und den Brunner da. Das war... Ich kann ihn nicht verkaufen, Chat. Der Vertrag läuft aus. Geil. Ich kann ihn nicht verkaufen, Chat. Es geht nicht. Ich kann nichts machen. Noch nie gelesen. Saison zum Glück vorbei. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Dann ist halt so, Chat. Ey, man entdeckt immer neue Sachen hier in diesem Manager. Und der darf anhand des Weltverbandes sich jetzt verpissen. Oi, Aguilera, was ist da los? Dann hauen wir dich da auch direkt weg. Dann bist du der Nächste, der hier die Dings hier, ne? Nee, nix verlängern, Junge. Piss dich, Junge. Das ist der Nächste, der geht. 50, was ist hier los? Gebe ich auch ab, Chat. Könnt ihr jetzt hier schon live miterleben? Pech. Wir kriegen nichts Besseres, ich weiß es, aber mit dem möchte ich bitte nicht mehr spielen. 44 irgendwie? Ist geil, dass die alle kein Geld haben hier. Super, ehrlich, spitzenmäßig. Piräus, die haben alle keine Kohle hier. Ich werde auf jeden Fall einen Scheißdreck tun, den innerhalb der Liga hier zu verkaufen. Fenner, Junge. Fenner 39, weg. Geh, dann geh halt. Geht er nach Fenerbahce. Tschüss. Mit deinem unglücklichen Moral. Chef, vielleicht muss es dann auch sein, dass wir uns nicht auf Krampf an dem festhalten oder was weiß ich nicht was. Vielleicht muss der einfach gehen. Vielleicht brauchen wir die Ablösung da im Mittelfeld. Pulisic ist auch weg, das ist auch schon mal gut. Ich werde keine Spieler mehr über 2 Saisons leihen. Vertrag ist aber offiziell ausgelaufen. Max, ich hatte den aber verlängert gehabt vorher. Ich habe den letzte Saison verlängert und den habe ich nicht für ein Jahr verlängert. So, der ist auch weg. Fenerbahce, hau rein, Bruder. Tschüss.
War schön mit dir. Du hast ihn ausgebildet und bist so unflexibel. Mein Herz blutet. Unflexibel? Wenn der nicht trifft, dann trifft er nicht. Ich habe den als Sturmtank gemacht. Ich habe den ohne Sturmtank gemacht. Der hat nicht genetzt. Was soll ich denn machen? Was machst du jetzt im Sturm? Das werden wir sehen. Vielleicht gehen wir auf eine Doppelspitze, hauen die Flügel weg. Ich muss gucken, was der Markt hergibt, ne? Lettland, Pavel. Mitnehmen. Verträge läuft nichts aus. Chat und alleine Alawi wurde doch auch in der Hinrunde nicht angezeigt, wo wir die ganzen Verträge verlängern wollten. Erinnert euch daran. Der war da nicht drunter gewesen. Da war kein Alawi bei. Auslaufmatze, nichts Gutes. Nix, was uns irgendwie hilft. Das, was Freddy geschrieben hat, stimmt echt? Artikel 17 des FIFA-Status-Transfer-Systems. Demnach dürfen Profis nach einer Schutzzeit von maximal 3 Jahren ihren Verein in Richtung anderes Landes verlassen. Der Passus, den es seit 1. besagt, dass Verträge maximal 5 Jahre geschlossen und von den Spielern vor dem 18. nach 3 Jahren und älteren Spielern nach 2 eindeutig einseitig gekündigt werden dürfen? What the fuck? Und das in dem Spiel drin? Holy Alter, WTF! Das habe ich zum ersten Mal gehabt. Zum ersten Mal. Ja, krass. Finde ich schon wieder gut, ne, dass sowas hier drin ist. Ja, klar ist das geil. Zumal der ja auch verkracht war, der wollte sich nicht vertragen. Eigentlich echt sehr, sehr geil. Das ist ein sehr nices Feature. Zumal du dann auch keine Knebelverträge und sowas geben kannst, großartig. Weil die dann eventuell eh nach 3 Jahren tschüss, ne. Außer bei Marvin Knoll. Marvin Knoll, der fühlt sich wohl bei uns. Der hat 8-Jahres-Vertrag noch. Zu welchem Verein gehört dieses Wappen? Hertha BSC. Beste Spieler der Welt? Donnarumma. Zu welchem Verein gehört dieses Wappen? Hellas Verona. Wir laufen hier so durch. Wer hat den Cabarapa Cup gewonnen? Genau, weiß ich nicht. Tottenham. Ich sag Tottenham, Chat. Tottenham, ich hätte eigentlich City gesagt. Slivo, der ist ganz schwierig. Chelsea. Sehr gut, Chat. Gut. Gib mir gescheites Prestige. Mach's einfach. Gib es. Gib's Prestige her. Ich hoffe irgendwie durch die Charity-Gala. Weißt du, wenigstens einen Punkt. Einen verkrüppelten Punkt. Geht hier nichts mehr, oder? Aha. Alles ok. Budget ist ok. Guck ihn dir an. Der hätte ich gerne, ne? Das wäre einer für uns, sag ich euch ehrlich. Das ist genau der Mann, den ich holen wollte, der wollte nicht. Ui, Aktien, gut. Aha. Interessant. André, der schöne André. SV Eintracht Verlautenheide. Ja, die kenne ich. Hab ich mal gewohnt. Komm. Komm, mach. Tu es. Ja, sieh ja immer, Buri, du kommst rein. Klar. Nein. Geld ist da, ne? Geld ist so on the planet. Gar nix. Nixe Prestige. 31 Millionen, 20, na hier, 24, 26, 55. Vertrag läuft aus. Gut. Ali 16, Gilde 29, Bellingham 27, Kasak 55, Maximilian 14, Schmiel 20, Krölek 22, Reitz 74 Millionen, Bau 14. Eichinger 10, nochmal 12, Vermache 20, Karich 30, Wurster 3,7, Dijk 7,3, Max 2,6, Rose 20 Millionen, Moore 46, Leo Arndt, wo kommt der denn überhaupt her, Alter? Bro, der kann auch hängende Spitze. Wo kommt der denn her? Paul Käser, 35,5. Shasha mit einer 14. Alexi mit 11. Türkman 1,9. Schablas 12. Yusufu 20. Karich hat einen Stern. Nee, hat er nicht. Ich glaube, der hatte 4. Geld ist genug da. Einiges wird wieder in die zweite Mannschaft gehen. Aber ich glaube, wir müssen System umstellen. Das entscheide ich aber, je nachdem, wie der Transfermarkt aussieht. Prim verlängern. Wird gut. Wird eine schöne Sache. Wird top. Ei.